Google gegen Russland. Russland gegen Google. Hallo und privet aus Kaliningrad. Russland hat den westlichen Meinungsmonopolisten den Kampf angesagt. Neben der Forderung, Filialen in Russland zu schaffen, baut Russland parallele Alternativen für die westlichen sozialen Medien auf, die vielleicht Anfang 2022 in Russland abgeschaltet werden. Es wurden Zahlen bekannt, über die man nur staunen kann. Auf allen Ebenen versucht man anscheinend gegenwärtig in der westlichen Welt zu testen, wer wohl der Stärkere ist. Bisher hat der Westen keinen einzigen wirklichen Sieg erringen können. Aus allen eingeleiteten Maßnahmen gegen Russland ist das Land gestärkt hervorgegangen. Der Westen hat Russland gezwungen, sich auf seine Stärken zu besinnen und hat damit genau das Gegenteil erreicht, was eigentlich erreicht werden sollte. Somit muss man sich nicht wundern, dass ich als neurussischer Staatsbürger die Sanktionen des Westens gegen Russland begrüße. Je länger und schärfer diese werden, umso besser für Russland. Je mehr Sanktionen gegen Einzelpersonen vom Westen gerne als Oligarchen bezeichnet, verhängt werden, umso besser. Denn diese Personen erhalten mit den auferlegten Reiseverboten Richtung Westen, Verboten auf Konten und sonstige Aktiva zuzugreifen, die Möglichkeit nachzudenken, was sie wohl in den letzten Jahren nicht richtig gemacht haben. Und besinnen sich darauf, wo sie geboren, aufgewachsen, ausgebildet, erzogen worden sind. Russland braucht seine Kinder. Der Westen missbraucht diese russischen Kinder. Interessant wird es für russische Oligarchen, die russischen erfolgreichen Unternehmer, die russischen Investoren und überhaupt für die Russen selbst sein, auf den Kampf der Giganten Google mit dem russischen Staat zu schauen. Auf der Ebene der Medien wird ausgetestet, wo die Stärken und die Schwächen Russlands sind. Und wie es aussieht, wird auch hier der Westen den Kampf nicht gewinnen. Google hat sich entschlossen, gegen Russland zu prozessieren. Es geht um eine ganze Reihe von Entscheidungen des russischen Staates zur Durchsetzung der Gesetzgebung, die Google ignoriert hat. Russland hat Maßnahmen eingeleitet, administrative und technische Maßnahmen, und zeigt damit Google, wo seine Grenzen sind. Vorerst passiert dies in sehr seichter Form. Google aber meint, über Klagen Russland dazu zwingen zu können, seine Gesetze wieder zu ändern. Dabei geht es gegenwärtig nur um Kleinigkeiten. Das wirkliche Gesetz, welches den westlichen Meinungsmonopolisten die bisherigen Freiheiten beschneiden wird, tritt ja vermutlich erst am 1. Januar 2022 in Kraft. Als ein Beispiel sei erwähnt, dass Russland von Google fordert, 12 Links zu löschen, die zu Videos auf YouTube führen, in denen zu ungesetzlichen Handlungen im Rahmen von nicht genehmigten Meetings im Januar 2021 aufgefordert wird. Google weigert sich, diese Forderung zu erfüllen. Russland zeigt sich schon jetzt überzeugt, dass Google es bereuen wird, wenn es weiterhin das russische Rechts- und Justizsystem mit unsinnigen Klagen belästigt. Im Föderationsrat der Oberkammer der Staatsduma äußerte sich Alexei Puschkow zur Thematik. Puschkow informierte, dass Google im Jahre 2018 in Russland, man höre,
45 Milliarden Rubel verdient hat. Im Jahre 2019 waren es schon 74,9 Milliarden Rubel, also rund 1 Milliarde Euro. Genau diese Summe wird Google verlieren, wenn es meint, dass Russland diesem Meinungsmonopolisten gar nichts zu sagen habe. Technisch reicht wohl ein einfacher Klick auf ein Quadratik der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor und Google wird unsichtbar. Sofort taucht natürlich die Frage auf, wohin dann die Milliarden hingehen, die Google in Russland verdient hat. Entweder sparen die Russen dann dieses Geld, weil sie meinen, dass es sowieso unsinnig ausgegeben worden ist, oder aber die russischen Alternativen werden dieses Geld kassieren. Somit konstatieren wir den Fakt, dass das kluge Verhalten des Westens gegen Russland dazu führt, dass die Russen mehr Geld verdienen und noch reicher werden. Da möchte man doch ein einfaches Hurra ausbringen. Alexei Puschkow kommentierte, dass man es vielleicht nicht gleich zum Äußersten kommen lassen muss. Die Liste der Sünden von Google in Russland ist zwar sehr lang, aber man könnte vielleicht erstmal damit anfangen, auf die Arbeitsgeschwindigkeit von Google Einfluss zu nehmen. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, als ob Russland dies in den letzten Wochen schon mal ausgetestet hat. Denn das Hochladen von kleinen Videos auf meinem Account bei YouTube dauerte schon mal bis zu 8 Stunden für ein 2-Minuten-Video. Somit hoffen wir, dass Rutube als wirkliche, echte Alternative zu YouTube bis Ende des Jahres an den Start geht. Registriert bin ich dort bereits, aber arbeiten kann man mit dem bisherigen Rutube, mit der bisherigen Rutube-Variante nicht wirklich. Alexei Puschkow erinnerte Google daran, dass Russland gewaltige Strafen gegen das Unternehmen verhängen wird. Strafen, die den Gewinn wohl vollständig auffressen werden. Und er erinnerte daran, dass Google bereits den chinesischen Markt verloren hat. Der Verlust des russischen Marktes kann sehr schnell folgen. Er empfahl Google, sein überhebliches Verhalten gegenüber Russland zu ändern. Nicht Russland wird nach den Spielregeln des Internetgiganten spielen, sondern Google hat die russischen Spielregeln zu beachten. Ну, все, что знал, рассказал. Schön, dass Puschkow der amerikanischen Arroganz das neue russische Selbstbewusstsein entgegensetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.